der von Mengershausen, Redakteur beim WDR, der meine Sachen, also den Hitlerfilm total schön fand und dann eben die Möglichkeit gab, einen Film zu drehen, Tod eines Weltstars über Udo Kier ein Porträt. Es sollte so eine Reihe laufen über Udo mit seinen Filmen und dazu wäre natürlich ein Porträt gut gewesen. Und da hat Udo dann gefragt, ob ich das nicht machen kann und dann der Mengershausen hat dann gleich zugestimmt und dann sind wir in die Toskana gefahren, wieder mit der ganzen Familie, wieder mit Alfred Edel, wieder mit Dietrich und Brigitte. Damals war noch eine Baronin dabei, Baronin von Bersfeld-Wallrabe. Hieß sie, die ist leider schon verstorben. Es sind schon viele Tote mittlerweile auf der Strecke geblieben. Und dann haben wir dort dieses Porträt über Udo Kier gedreht, das ihn als Weltstar zeigt, der praktisch seinen eigenen Tod simuliert oder seine schwere Krankheit zumindest, um vielleicht nochmal ins Fernsehen zu kommen. Also ein letzter Bericht. Und dieser Punkt ist auch an Udo immer gut. Das ist so ein Punkt von Selbstironie, den aber auch selber so zelebriert. Also er spielt mit seinem Tod. Also er macht da eine Produktivkraft wieder draus. Und der Film war dann vor Ort so, dass ich da einfach nur Lust hatte, vor die Kamera zu treten als Reporter, der ab und zu fürs Fernsehen moderiert. Wo ist Udo Kier? Haben Sie Udo Kier gesehen? Und so weiter. Da gab es keinen größeren Hintergrund. Das war einfach nur, weil auch zu wenig Leute dabei waren und da musste jeder mitspielen oder jeder musste irgendwas machen. Und dann habe ich das gemacht. Der Tod eines Weltstars war für uns alle auch wieder so ein Erlebnis. In so einem Etruskerturm wohnen, Alfred im Keller. Dann Brigitte, die manisch wurde und dann irgendwann anfing, die Wände zu bemalen, die Baronin, die nicht alleine nach Hause gehen wollte und deshalb bei uns erstmal oben da schlief. Ich hatte so einen Liegestuhl im Gang, die Baronin neben mir so ein Seil gespannt mit einer Decke drüber, die schlief hinter dieser Decke. Dann so kleine Skorpione, die den Kameramann nachts dann in die Backe gebissen hatten. Der hatte dann so eine dicke Backe, der Foxy Bärenklau. Dann eine Polizeisituation, wo Brigitte einen italienischen Polizisten anschrie, plötzlich Bastardo, und der sie sofort mit Handschellen abführte und Dietrich Kulbuth als Staatsanwalt dann gleich interminierte. Interminierte? Intervenierte. Ich bin so müde jetzt.